Ja, und damit willkommen zu einem kleinen Video heute am Montagabend. Und zwar kam ein kleiner Trailer zur Früchtesaison in Splatoon 3 raus. Ein ganz kleiner Trailer, da ja auch ein ganz kurzes Video hier auf dem Kanal, wo ich mir einfach mal die neue Saison angucken werde. Ich rechne sogar damit, dass vielleicht auch die zwei neuen Maps nochmal gezeigt werden, wovon ich ja auch eine von Splatoon 1 oder wovon man noch eine von Splatoon 1 kennt und die andere müsste ganz neu sein. Vielleicht wird noch irgendwie was anderes angekündigt, neue Waffen oder so. Mal gucken, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Los geht's. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh, das ist die neue Map. Das ist die neue Map, glaube ich. Oder? Das sieht man doch direkt. Das sieht man doch direkt. Hier unten, da kämpft man. Die sieht echt cool aus. Hat so was Japanisches hier mit diesem Gebäude hier rechts. Oh ja. Okay. Sehr tolle FPS-Drops bei den Charakteren, aber gut, das ist nicht so schlimm. Das ist die Map. Das ist die neue Map. Okay, ich bin sehr gehypt auf diese Map. Sobald die rauskommen, versuche ich da irgendwie einen Turnus zu finden, wo wir die direkt im nächsten Splatoon 3 Online-Part halt zocken werden. Und vielleicht kriegen wir die auch im Livestream, das wäre mega nice. Okay, jetzt sehen wir mal so richtig was. Okay, man fängt erhöht an und muss dann so runter. Wie, ähnlich wie Marienturm, nur nicht so extrem. Das ist eine neue Sniper. Das ist eine neue Sniper. Okay. Und hier ist die Schollensiedlung aus Splatoon 1. Die kennt man schon. Die mochte ich eigentlich. Die mochte ich eigentlich. Die ist sehr, sehr groß. Hat viele Bereiche. Der X-Rang kommt. X-Kampf kommt. Okay. Das ist für die Spieler, die Rang S plus im Anarchiekampf erreicht haben. Wo es dann so richtig zur Sache geht. Vielleicht erreiche ich irgendwann mal S Plus. Das wäre eigentlich mal ganz cool, um das mal dann zu zeigen. Ich finde cool, wie im Trailer so viele Details gezeigt werden. Okay, die neue Waffe hat die Getränke als Spezialattacke, hat man gerade gesehen. Und was war das jetzt am Ende? Neue Outfits, oder? Nee. Simon Run. Simon Run irgendwie was. Kommt da jetzt in dieser besondere Modus, wo man auf einer normalen Map zockt? Ja, oder? Oder? Ich meine, ist das der Funpark? Das ist der Funpark. Ah, okay. Der wurde dafür auch extra umgebaut. Ja, es ist Wasser. Es ist viel Wasser da. Sehr cool. Darauf freue ich mich auch schon. Werden wir natürlich auch zocken im Let's Play. Dass der Big Run kommt. Und wann? Verfügbar ab 1. Dezember. Also bald. In wenigen Wochen. Heute ist der 14. Also einen halben Monat. Einen halben Monat. Okay, sehr, sehr cooler Trailer, der einiges so gezeigt hat. In 2 Minuten doch schon sehr viel Inhalt, sage ich mal. Also einerseits die neue Map, die finde ich doch schon ganz nice. Hier ist sie, hier ist sie. Man startet hier erhöht und kann sich dann nach unten direkt kämpfen und hier unten geht's dann ab. Ich finde es vom Look her so japanisch mega cool. Megamäßig cool. Wo sieht man noch ein bisschen mehr von der Map? Wo sieht man noch ein bisschen? Hier sieht man ein bisschen was. So, hier, weiter hinten spawnt man halt und dann kann man hier lang. Ich weiß nicht, ob man hier oben lang laufen kann, ob das auch ein Spot ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, doch, doch, doch. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und die neue Sniper. Die neue. Oder warte, ist das da auch ein neuer Roller? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee. Aber die Sniper ist neu. Die hat mehrere Schüsse so. Zack, zack. Also da kann man fünfmal hintereinander schießen, ohne dass man sie aufladen muss. Dafür sind sie halt nicht so stark, diese Schüsse. Aber die kann sehr stark sein. Also man hat ja eben gesehen, der Gegner ist nach 2 Hits, glaube ich, tot, oder? Das waren 2 Hits. Eins, zwei. Ja, 2 Hits. Und tot ist er. Das ist krass, wenn man die. Das ist so ähnlich wie der Klotzer, nur dass man dann wirklich nicht aufladen muss. Das ist krass. Aber wie ist denn das? Wie lange hält das an? Bedeutet, kann ich dann auch noch in die Tinte und dann ist es immer noch aufgeladen oder wie ist das? Ja, das werden wir dann herausfinden. Ab 1. Dezember. Ich muss mal kurz mal auf den Sendeplan gucken. Auf den Sendeplan. Der aktuell noch aktualisiert wird, wenn dieses Video rauskommt, könnte schon der aktualisierte Sendeplan draußen sein. 1. Dezember, das ist ein Donnerstag. Und okay. Das heißt, an dem Samstag ist eh ein Splatoon 3 Stream geplant.
Kann sein, dass er ab 18 Uhr ist, kann aber auch sein, dass er irgendwie ab 16 Uhr so mal ausnahmsweise ist. Falls in diesem Zeitraum die neue Map verfügbar dann ist. Ich wäre schon ganz cool, wenn wir den direkt im Stream diese neue Map zocken können. Und kann auch sein, dass wir direkt am Freitag eine Splatoon 3 Aufnahme machen. Für weiß ich nicht wie, wann oder direkt Donnerstag mal gucken. Dass wir die direkt im Part so ein bisschen ausprobieren können. Aber da kommt es halt auch auf die Rotation drauf an, wann die verfügbar ist. Ich hoffe, dass die am Anfang ein bisschen mehr gepusht wird, die Map. Die ersten Tage oder irgendwie so. Ja, und Scheunensiedlung freue ich mich natürlich auch. Darauf freue ich mich natürlich auch. Alles klar, was ist eure Meinung zum Trailer? Wie findet ihr diese neue Sniper? Und wie gefallen euch so vom ersten Eindruck die zwei neuen Maps, die jetzt reinkommen, beziehungsweise eine alte, eine neue? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, und dann sind wir hier durch im Video. Dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Einschalten und euch noch einen schönen Montagabend, beziehungsweise Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr dieses Video anguckt. Ciao!